Als ein Mann versuchte, seine Kinder zu entführen, kämpfte ihre Mutter mit der Hilfe eines sehr unwahrscheinlichen Freundes darum, sie zu finden. Sarah war eine junge Erwachsene, die sich darauf freute, eine weiterführende Schule zu besuchen. Sie arbeitete während der gesamten Highschool hart und verdiente sich ihren Platz an einer Universität, die nur eine Stunde von dem Ort entfernt war, an dem sie aufwuchs. Sarahs Eltern waren unheimlich stolz auf ihre Tochter. Sie hofften, dass sie sie dazu erziehen würde, unabhängig zu sein und zu wissen, wie sie ihre Wünsche durchsetzen konnte. Sarahs Eltern setzten sie in ihrem neuen Wohnheim ab und nach einem tränenreichen Abschied ließen sie sie zurück, um ihre neue Reise anzutreten. Das College ist eine sehr aufregende Zeit im Leben eines Menschen und Sarah wollte wachsen und sich zu einem erwachsenen Menschen entwickeln. Die ersten paar Jahre des Studiums verliefen reibungslos. Nach der Hälfte lernte Sarah jedoch jemanden kennen, der ihre Zukunft verändern sollte. Henry war ein etwas älterer Student der Psychologie. Die beiden liefen sich ein paar Tage in der Woche über den Weg, weil sich ihre Studienfächer überschnitten. Bei diesen beiden war es Liebe auf den ersten Blick. Schon wenige Tage nach ihrem Kennenlernen hatten sie ihre Telefonnummern ausgetauscht und Pläne für ein gemeinsames Studium gemacht. Die Art, wie sie sich zueinander hingezogen fühlten, war romantisch und süß. Zumindest war das ihre Meinung. Als Sarahs Eltern an einem Wochenende zu Besuch kamen, lernten sie Henry kennen. Seit sie ihn kennengelernt hatten, bemerkten sie, dass sich ihre Tochter verändert hatte. Früher war sie sehr auf ihre Ausbildung fixiert, aber wenn Henry in der Nähe war, vernachlässigte sie ihre Schularbeiten. Sarahs Eltern warnten sie, dass es gefährlich sei, sich wegen einer Beziehung so sehr zu verändern, aber sie war zu vernarrt, um darauf zu hören. Die Dinge eskalierten am Ende des Jahres, als Sarah ankündigte, dass sie ihr letztes Jahr nicht mehr absolvieren würde. Stattdessen würde sie ihre Beziehung zu Henry in den Vordergrund stellen. Ihre Eltern flehten sie an, bis nach dem Abschluss zu warten, aber ihre Bedenken stießen auf taube Ohren. Also zogen Henry und Sarah zusammen weg, weit weg von den Eltern und der Uni. Henry hatte einen Job in der Forstwirtschaft, von dem er dachte, dass er zu großen Dingen führen würde. Das Paar zog tief in die Wälder und begann sich ein ruhiges Leben aufzubauen. Anfangs erschien das Leben in einer kleinen Hütte, in einer kleinen Ecke eines riesigen Waldes wie ein Märchen. Doch mit der Zeit verflog der Reiz. Henry war täglich zwischen 12 und 14 Stunden im Wald unterwegs und wenn er zurückkam, war er erschöpft. Sarah fühlte sich isoliert und hatte das Gefühl, dass ihr einziger Gefährte zu beschäftigt für sie war. Das Paar versuchte, so gut es ging, damit umzugehen. Es war jedoch unvermeidlich, dass Sarah die meiste Zeit alleine sein würde. Um den Mangel an menschlichen Kontakten auszugleichen, investierte Sarah viel Arbeit, um ihr Grundstück tierfreundlich zu gestalten. Sie hatte besonders viel Glück damit, Raben anzulocken. Also besorgte sie Unmengen von Vogelfutter, das sie rund um die Hütte aufstellte. Ein paar Wochen lang half Sarah sogar einem verletzten Raben, sich zu erholen. Sein Bein war gebrochen. Also machte Sarah einen winzigen Gips für sie. Nach ein paar Wochen kam der Rabe zurück und sie entfernte vorsichtig den Gips, bevor sie ihm dabei zusah, wie er in seinem neuen Lebensabschnitt davonflog. Nach etwa einem Jahr, in dem sie in ihrem Märchenhaus lebten, entwickelte sich die Situation weiter. Sarah war schwanger. Sie war nervös, weil sie Mutter werden sollte. Ihre Nervosität wuchs, als die Schwangerschaft immer näher rückte, denn Henry zog sich immer mehr zurück und verbrachte noch mehr Zeit außerhalb des Hauses. Aber sie waren ja noch jung. Sie dachte, dass Henry vielleicht auch nervös war und die Arbeit für ihn ein Ventil war. Als es an der Zeit war, das Baby zur Welt zu bringen, erlebten Sarah und Henry eine große Überraschung. Sie hatten Zwillinge bekommen. Sie waren beide wunderschön und gesund und ihre Geburt kam Sarah und den Eltern wie ein Wunder vor. Am Anfang war es nicht offensichtlich, aber mit der Zeit ließ Henry seine Meinung hören. Er mochte die Überraschung eines zweiten Babys nicht. Er rechnete damit, die ganze Nacht wach bleiben zu müssen und missgönnte den Zwillingen, dass sie doppelt so viel kosteten wie geplant. Henry machte seinem Unmut Luft, indem er sich ständig bei Sarah über das fehlende Geld beschwerte und sie unter Druck setzte, Arbeit zu finden. Diese Wünsche waren unrealistisch und ließen Sarahs Erfahrung als Erstgebärende, die gerade Zwillinge zur Welt gebracht hatte, völlig außer Acht. Sarah musste sich erholen, hatte aber Mühe, sich um die Babys und das Haus zu kümmern. Außerdem begann Henry eifersüchtig auf die Kinder zu sein. Vor den Babys hatte Sarah ihn von vorne bis hinten bedient. Aber jetzt war sie zu sehr damit beschäftigt, die Kleinen zu verwöhnen. Dies war ein Wendepunkt in der Beziehung des Paares. Henry fing an zu trinken und schon bald wurde sein Zeitvertreib zu einer Sucht.
Die Spannungen zwischen den beiden wuchsen, als er sich weigerte, den Haushalt zu führen oder die Kinder zu erziehen, weil er der Meinung war, dass er seinen Teil schon getan hatte, indem er den ganzen Tag arbeitete. Sarah versuchte weiterhin zu kochen, zu putzen und sich um die Kinder zu kümmern, während sie Henry die königliche Behandlung zukommen ließ. Es war jedoch unmöglich, das alles zu schaffen. Und oft fielen ihr Dinge durch die Lappen. Wenn sie zum Beispiel das Geschirr in der Spüle liegen ließ, während sie eine Windel wechselte, wurde Henry wütend. Er sagte dann, dass er mehr Alkohol brauche, um seine Frau und seine Kinder zu ertragen. Und die Finanzen der Familie wurden immer enger. Sarah hatte einige Wochen lang Erleichterung, als Henry beschloss, im Wald zu bleiben und fern von ihr und den Zwillingen zu schlafen. Mit ihr, den Babys und den Vögeln konnte Sarah einen Blick auf das märchenhafte Leben erhaschen, das sie in den letzten Monaten verloren hatte. Ein Leben voller Liebe und Frieden. Als sie merkte, wie unglücklich sie war, besprach Sarah die Dinge mit ihrer Mutter und schmiedete einen Plan, um nach Hause zurückzukehren. Henry blieb so lange weg, dass Sarah darüber nachdachte, ob sie einfach zu ihren Eltern gehen und ihm nur eine Nachricht hinterlassen sollte. Doch genau in diesem Moment tauchte er auf, schmutzig und stolpernd aus dem Wald. Er sah mitgenommen aus, also ließ Sarah die Zwillinge in ihren Bettchen und lief ihm entgegen. Als sie bei ihm ankam, fragte sie ihn, ob er verletzt sei, und er stotterte und stolperte in Richtung ihrer Scheune. Sarah fragte sich, was er dort brauchen könnte, und folgte ihm. Drinnen angekommen, veränderte sich Henrys Körpersprache völlig. Er sah jetzt nüchterner aus als je zuvor. Er stieß Sarah zu Boden, rannte aus der Scheune und schloss sie hinter sich ab. Entsetzt suchte Sarah sofort nach einem Weg aus der Scheune hinaus. Durch ein Fenster sah sie, dass Henry ihre Babys genommen hatte und selbstbewusst zurück in den Wald schritt. Sarahs Herz pochte. Sie schnappte sich ein paar Werkzeuge und schlug das Fenster ein. Verängstigt und verzweifelt kroch sie aus der Scheune. Sarah rannte in die Richtung, in die Henry gegangen war. Sie kannte das Land jedoch nicht annähernd so gut wie er, und schon bald fühlte sie sich verloren und wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Panik machte sich breit, als Sarah innehielt und überlegte, in welche Richtung sie gehen sollte. Sie fühlte sich hoffnungslos, aber dann tauchte ein äußerst unwahrscheinlicher Held auf. Sie zitterte und weinte, bis ein Rabe herabstürzte und sich nur wenige Meter vor ihr auf einem Ast niederließ. Der Vogel streckte seine Flügel aus und flog dann ein kurzes Stück weg. Hilflos folgte Sarah ihm. Das taten sie stundenlang, bis der Rabe Sarah schließlich zu einer Höhle führte. Sie hörte Schreie und erkannte, dass der Rabe sie zu ihren Kindern gebracht hatte. Erstaunt und sprachlos staute sie ihn mit dankbaren Augen an, und erst dann bemerkte sie, dass eines seiner Beine etwas schief aussah. Es war der Rabe, dem sie Jahre zuvor geholfen hatte. Er war in ihrer Not zu ihr gekommen, um sich für ihre Freundlichkeit zu revanchieren. Sarah verschwendete keine Zeit mehr. Sie ging in die Höhle und bewegte sich auf die Schreie zu. Ihre Zwillinge waren da, verängstigt, aber unverletzt. Sie nahm sie auf den Arm und schaffte es mit der unglaublichen Hilfe des Raben wieder aus dem Wald. Anstatt nach Hause zu gehen, floh sie zur örtlichen Polizeistation und erzählte dem Beamten, was passiert war. Sie wollten, dass sie noch eine Weile bliebe, um eine weitere Aussage zu machen, aber sie beschloss, ihre Kinder zu nehmen und sich sofort zu ihren Eltern zurückzuziehen. Sie hatte ihre besten Lebensjahre einem Mann geschenkt, der sie betrogen und ihre Kinder in große Gefahr gebracht hatte, und sie würde wohl nie wieder an ihn denken. Sarah hat die Freundlichkeit des Raben nie vergessen. Und selbst als sie wieder in die Stadt zog, fütterte sie die kleinen Vögel, die manchmal an ihrem Balkon vorbeiflogen, in liebevoller Erinnerung an ihren Helden auch weiterhin. Wie würdest du reagieren, wenn dein Partner deine Kinder entführen würde? Sag es uns in den Kommentaren unten.